Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute fangen wir ein neues Projekt an, I guess, mit meinem wunderschönen Freund. Hallo. Es gibt keine Cam, weil er sich nicht zeigen möchte. Hallo. Deswegen, ja, er wird spielen. Wir spielen mit unseren Sims-Selves. Und ja, es wird lustig, weil mein Freund hat noch nie Sims gespielt und der wird komplett sterben wahrscheinlich. Ja. Denk dran, ich bin ein Vampir, ich darf tagsüber nicht raus. Was passiert? Ich sterbe. Okay. Oh Gott. Das ist der Tab-Modus. Wenn du auf Tab drückst, dann gehst du da wieder raus. Wow! Und jetzt vielleicht startest du. Wenn du unten auf dieses Dreieck drückst, dann läuft das Spiel. Ich kenne mich aus mit Play und Pause. Das schaffst du? Ja, ich kenne Play, ja. Wow. Was wollen wir tun? Oh Gott. Wenn du die mittlere Maustaste gedrückt hältst und dann drehst, ja, dann kannst du die Kamerawinkel ändern. Das kann ich. Okay. Drehen. Drehen geht so. Okay. Ich bin jetzt schon überfordert. Was wollen wir tun? Das darfst du tatsächlich entscheiden. Die Bedürfnisse sind unten rechts, in dem Fall da, wo mein Vampir-Dings hier ist. Da siehst du halt, was ich brauche. Und unten links sind halt die Charaktere, da kannst du dann halt gucken. Nee, nicht so. Oh. Nein, das ist die Interaktionsleiste, Schatz. Moment, ich habe. Genau, wenn du da drauf drückst, dann kannst du halt wechseln. Spaß geht runter. Das ist schlecht. Ja, also ich lass dir das offen, was du halt vorhast in deinem Leben. Ich bin selber überfordert. Es gibt halt sehr viele Möglichkeiten, die du tun kannst, ne? Ich würde erstmal meinen Eingang sehen, aber. Wenn du hier Bild hoch und Bild runter drückst, dann kannst du hoch und runter gehen, weil unsere Dings ist ja hier oben, unser Eingang. Können wir nicht einfach sagen, wir gehen dahin? Nee. Doch, du kannst da einfach drauf drücken. Ah. Hier hingehen. Ja. Mensch. Oh, du fängst an zu singen, aber hast du nicht angegeben, dass du singen hast? Ja. Wild. Ah, nee, wir haben. Ah, nee, wir haben nur. Du warst immer neutral gegen alles andere. Wild. Wie, es regnet. Du musst halt regelmäßig dann auch darauf achten, dass du mit dem Hund auch dann mal kacken musst, ne? Also. Nee. Mit dem Hund kannst du aber nicht spielen, tatsächlich. Hier hingehen, du kommst jetzt mit rein. Ja, mit ihr kannst du nicht spielen. Du kannst ihre Sachen auch nicht ansehen. Also so. Oha, warum? Ja, also du musst halt drauf achten, wie sie reagiert, ne? Cool. Ich möchte mich einfach nur umziehen. Ja, kannst du auch machen. Ja, dann sag mir wie. Schon nicht mehr Auswahl. Nein. Geh auf meine Auswahl nochmal. Outfits. Oh. Kannst auch nackt rumlaufen. Nee, kommt nicht gut. Hier, das Basic Ding. Ist wunderschön. Warum tut er das nicht? Weil er gerade in der Schleife drin steckte. Kann ich sehen, was Bella will? Also wenn es ihr schlecht geht, kann man fragen, was ist los, aber ihr geht's ja nicht schlecht. Oh, du bist auch sehr okay. Jetzt bin ich geil. Cool. Du gehst Ich glaube, du bist ein bisschen überfordert. Nein, was? Wie kommst du darauf? Geh wieder rein. Es wird Tag. Es ist Tag. Ja, die Vampirenergie darf halt nicht leer sein, ne? Also darauf musst du dann achten. Wir spielen übrigens komplett ohne Mods, weil ich glaube, mit Mods wäre das noch ein bisschen komplizierter für ihn. Dann wäre ich ja noch überforderter. Ja, deswegen. Du darfst kochen. Wild. Ich esse noch nicht mal. Lass mich. Ich habe Hunger. Oh ja. Okay. Ich bin überfordert. Das Haus ist übrigens aus der Galerie. Achso, das sagst du. Hast andere Leute, die zugucken? Ja, tatsächlich, Schatz.
Mensch. Die spielen nicht nur für uns. Ja, also, du kannst machen, was du willst. Die stehen die Sachen offen. Also, wir können auch irgendwo anders hingehen. Wir können was auch immer machen. Also, wir müssen ja nicht nur auf diesem Grundstück bleiben. Du kannst Sachen kaufen, wie du willst. Du kannst... Ist mir alles egal. Gott. Ich bin überfordert. Du bist kokett. Das ist schön. Ein Gericht nehmen. Ja. Wow. Er hat sich schon eins genommen. Ach, der nimmt sich... Kann ich ja sagen. Du kannst auch einfach, viel einfacher, halt es fest und zieh es in den Kühlschrank. Hammer. Gibt es denn irgendwas Tolles in der Gegend? Du kannst einfach rumscrollen, ne? Also, du musst nicht scrollen, du kannst auch einfach hier dich bewegen, frei. Ja, das weiß ich. Kannst alles machen, kannst alles gucken. Kann ich schwimmen? Natürlich kannst du schwimmen. Ich kann hier hinschwimmen. Ich kann nackt baden, mitkommen. Nee, das kommt, glaube ich, doof. Das kommt doof. Okay. Du hast die Charisma-Fähigkeit erreicht. Schwimmen mit. Komm. Wir drei. Wir schwimmen jetzt. Ja, du bist aber noch am Essen. Ist dir klar, oder? Ja, dann lass ihn doch erstmal ein bisschen essen. Ich glaube, das dauert noch, oder? Nein, er hat das doch kurz weggelegt. Doch nicht dahin. Oh. Schlimm. Ja, klar, leg den leeren Teller in den Kühlschrank, Marioma. Ach, der war leer. Ich bin fit. Nee, ich. Wie du siehst, steht da unter mein Name. Nein, da stehe ich. Ja, ja, guck. Wir sind alle fit. Ich find's auch lustig, dass du mich jetzt schwimmen schickst in der prallen Sonne. Ja, das ist, glaube ich, nicht so schlau. Ich würde mal die Energie angucken. Die Vampir-Energie. Oh. Komm zurück. Komm. Kann ich nicht sagen. So. Ein Leckerchen. Bin ich nicht lieb. Ich habe einen langsamen Gang, deswegen dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen, bis ich zu Hause bin. Du kannst nicht beide gleichzeitig, ne? Also dann bricht von einem die Dings ab. Okay. Ja, weil die können nicht beide gleichzeitig mit dem Hund interagieren, das funktioniert nicht. Geht schon. Aber der Hund, also im echten Leben ist es ja auch so, dass der Hund sich dann auf eine Person konzentriert sind, weißt du? Kann ich ihn nicht einfach. Der sah aber nicht leer aus. Der Teller. Habe ich ja nicht gerade jemanden Teller reingeschmissen? Ja. Gibt's dann nicht so eine tolle Aktion mit. Ja, also du kannst den Teller waschen, aber musst du halt dann an den Teller drücken. Wenn du den da rein tust, einfach mit der Maus, dann ist es halt, hast du es quasi gewaschen. Was? Ach so, ich bin also Gott und, ja. Wir leben in einer Simulation. Weg da. Dann kann ich jetzt mit Bella Dinge tun, weil du bist ja anscheinend durch. Guck mal. Wir sind, Sie hatte eben zum Beispiel eine Sprechblase, darauf müsstest du achten. Hatte sie das? Ja. Was kann ich tun? Ich kann, glaube ich, anleihen, ne? Zum Beispiel? Spazieren gehen. Machen wir mittleren. Auf der krassen Insel. Hat richtig viel gebracht. Da zieht sie jetzt ihr süßes Geschirr an. Süß. Guck, du hast auch so eine Flexileine. Die würdest du im echten Leben nicht benutzen. Das stimmt. Ohrhörer.
Also sie gehen gleich los. Aber der Hund steckt gerade, glaube ich, in der Animation fest. Ja. Das ab und zu ist das halt so. Ich glaube, ich schlafe. Oh. Klick mal aufs Bett und weiß halt mal die Seiten zu, dass wir wissen, dass wir da zusammen pennen. Du darfst, wo, auf welche Seite willst du? Mir ist mir scheißegal. Bist du rechts? Ja. Linke Seite des Bett zuweisen an mich. Warum bin ich schon wieder energiegeladen, bin ich? Ja, weil du joggen bist, also beziehungsweise Spaziergang machst mit deinem Hund. Ich sehe es. Also ich bin richtig hart am Spazieren. Ja, ich glaube, der Hund steckt gerade fest. Das ist das Problem. Kann ich irgendwas tun? Achso. Ich habe Freundschaft abgeschlossen, ist schön. Ah. Oha. Kann auch sein, dass diese Treppen das Problem sind. Ich weiß halt nicht, inwiefern das... Wo gehst du jetzt? Ich drück dich. Kann jetzt reden wir über Sandwich. Geh weg. Geh weg. Schlimm. Nein, du gehst jetzt mit dem scheiß Hund spazieren. Oh. Bella. Aber das, also sie würde sich nicht im Wasser wälzen, not gonna lie, aber so grundsätzlich, dass sie irgendwas tut, was sie nicht soll, ja. Cool. Dann kannst du es nochmal genau versuchen. Ich bin glücklich. Das ist schön. Spazieren gehen, mittlerer. Hallo. Das ist kein mittlerer Spaziergang, was ich hier sehe. Ich glaube, Sulani ist nicht der beste Ort für so einen Hund. Komisch. Ich bin wieder energiegeladen. Ich würde auch mal auf deine Bedürfnisse und so gucken, weil irgendwie, ich glaube, die sind nicht so gut. Weil du hast jetzt seit morgens halt quasi nichts gemacht, außer einmal zu essen. Oh. Mhm. Nee, so. Ja, Hund, ich weiß. Nee. War hier nicht noch eine Toilette? Dreh doch einfach die Kamera! Ich bin dabei! Gott. Da. Verwenden. Oh, sie legt sich einfach ins Bad. Mut. Tschüss. Ich hab auch Bedürfnisse. Du bist verspielt. Meintest du diese? Ja, das sind Bedürfnisse. Also, wollen wir Dinge tun? Also, es geht jetzt nicht um Techte-Mächte-Bedürfnisse. Es geht um Bedürfnisse von wegen, so, ich brauche Vampir-Energie, ich brauche Durst, ich brauche Spaß. Wie kriege ich das hin? Vampir-Energie ist quasi wie normale Energie. Und außerdem, wenn du mit der Maus drüber hoverst, steht da sogar, wie du das machst. Schläfst oder dunkle Meditation praktizierst. Du kannst dich meinetwegen auch gleich den Mädchen lassen, aber ist mir egal. Du bist ja verspielt und brauchst das gerade, ja, ja. Wenn ich verspielt bin? Ja. Ah, ja. Meinst du nicht, also mir ist egal, das ist deine Art und Weise, wie du jetzt spielen willst. Ein bisschen spielen tut gut. Ja, guck mal, dann machen wir so. Können auch ruhig Kinder kriegen. Du musst mit denen spielen. Nee. Und du hast. Haben wir dafür was im Kühlschrank? Naja, Durst ist nicht das, was du denkst, was es ist, mein Lieber. Kann man das dann von da aus kaufen oder nein. Oder? Kannst du mich einfach beißen? Achso, wir machen jetzt gerade Dinge. Also ja, könnte ich.
Hey, tust du auch einfach, wenn du dich durstig fühlst. Ja, also die Sims können auch ablehnen. Das ist schlecht. Siehst du? Aha. Irgendwie fehlt die Musik. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Warum spielt diese Musik nicht? Das ist voll komisch. Guck mal, wie dein Spaß hochgeht, Mensch. Ja, ist immer so. Wenn man Tätchen möchte, dann geht das Spaßbedürfnis komplett voll. Hätte ich jetzt nicht erwartet, Mensch. Wuhu. Mensch. Ich bin eingeschlafen. So, wie kann ich denn Durst stillen? Naja, du kannst andere Sims auslutschen. Toll. Ja, mehr Möglichkeiten gibt's gerade noch nicht. Kannst du Bella auslutschen? Nein. Oh. Das wäre richtig fies. Ich sehe keinen anderen Sim. Das ist schlecht. Ich opfer mich. Nötigen, das klingt doof. Ich frage erstmal lieb. Wow. Ist dir vielleicht auch gefallen, dass der Napf noch nicht befüllt wurde? Ja, okay. Wir leben da schon fast den ganzen Tag an. Hey, als ob du ja sagst. Du sagst ja. Gut. Als ob. Willst du dir das geile Auslutschen nicht ansehen? Wenn ich uns finde. Drück ja. Doch einfach auf das Icon. Habe ich dir doch schon 10-mal gesagt. Schmeckt halt gut. Drück halt einfach auf das Icon, wenn du es vernünftig sehen willst. Nee. Das war einfach. Oha. Was war das denn jetzt? Ich kann dann Durst stillen. Naja. Ich würde sagen, mach mal auf Stopp. Mach mal auf Stopp. Denn ich würde sagen, das ist jetzt wohl mal Ende im Gelände für Folge 1. Ich werde wahrscheinlich noch viel mehr getriggert sein in den folgenden Folgen. Aber ja. Gern geschehen. Vielleicht bist du ja auch einfach ein schneller Lerner. Vielleicht klappt das ja schon gut, die nächsten Folgen. Wir werden sehen. Ja. Punkt. Wir schauen einfach, was die Zukunft so gibt. Was ist dein Fazit für Folge 1? Wild. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.